Das Palais Modena. Ein Palais so abwechslungsreich genützt wie kaum ein anderer Prachtbau in Wien. Die Herrengasse war ja eine Perlenschnur von Palais in dieser Zeit. Die Nähe zum Hof war also ganz wichtig. Das Palais in der Herrengasse war schon in der Zeit der Habsburger sowohl als privater Familiensitz als auch als offizieller Amtssitz in Verwendung. Der Bezug zwischen diesem Haus und dem Haus Habsburg liegt daran, dass es ein ganz enges, auch familiäres Verhältnis gab zwischen den Familien, die hier residiert haben. Ein Haus, in dem der Herzschlag der Politik zu hören ist. Heute ist es der Sitz des Bundesministeriums für Inneres.